Servusle. Bevor uns das Gesicht einschläft, habe ich mir gedacht, ich bringe mal eine neue Karte mit. Für jeden, der nicht so geübt im Kartenlesen ist, ich möchte zur Yacht. Das sieht man ja auch eigentlich ganz deutlich. Zieht euch was an, wir treffen uns gleich draußen und dann ziehen wir einfach mal los. Aber vorher muss ich mir noch geschwind eine Hasenfellflasche basteln. Die Ursula hat gesagt, dass man da Wasser mitnehmen kann. Und dann gucken wir mal, ob wir auf der Yacht nicht irgendwas finden. Vielleicht eine Vorlage für die Nacht oder so. Bis gleich. Servusle. Da hinten verschwindet immer eins von den Rehen. Das läuft bis zur Mitte. Guck, da ist das Haussymbol wieder. Jetzt ist es weg. Ich würde gern bei Tag losgehen, sodass wir noch Zeit haben, auf der Hälfte vom Weg uns ein Lager zu bauen. Ihr habt ja auf der Karte gesehen, ist ein Stück. Ich hoffe, wir finden es. Pass mal auf, das ist unser Hasenfell, ne? Das wird sein. Was muss ich denn da noch dazulegen? Stoff? Nö. Ah, ich bin wieder. Bin wieder auf dem Knopf. Noch eins? Noch eins? Nee, wir brauchen mehr Hasenfell. Was baut er jetzt? Doch, das ist die, ne? Das ist die. Can be used to collect. Jetzt habe ich einen Bärenbeutel gebaut. Ja, viel zum Saufen haben wir nicht mehr dabei. Egal. Okay, pass auf, wenn er jetzt gleich schläft, wird er Durst haben. Gehen wir uns kurz Wasser holen noch. Ich hoffe, das geht gut. Ich würde ja schon gern rechtzeitig losgehen. Hey, wir schlafen einfach. Wenn's hell ist, ist doch besser. Allale. Ja, ich möchte mal die Yacht besuchen. Ist eine halbe Inselreise. Oh, und Hunger, ne? Ah, guck mal hier. Das ist der Moment. Das ist der Moment, um mal hier ordentlich Reh zu essen. Wo sind die jetzt hin? Da ist es. Und beim Rehjagen weiß ich ja, wie es geht. Auf dem Boden. Blödes Stück. Jetzt ist es wieder weg. Den anderen finde ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Alter, das mit den Rehe, also wirklich. Alter, komm her. Gibt's halt Hase. Gut, ich darf nicht so lange rumeiern, ne? Sonst ist es vorbei. Ah, Trockenfleisch. So dummes. Ja, ich habe meine Jagdkluft an, ne? Da bin ich immer ein bisschen frischer. Ich dachte mal, kann ja nicht schaden, wenn man mal eine kleine Tour machen. Vielleicht finden wir wirklich Wasser. So reservewassermäßig. Nehmen wir mal mit für alle Fälle. Ich hoffe, da drüben haben wir noch. Ja, zumindest, dass es fertig ist, das Trockenfleisch. Es regnet ja bei uns nicht mehr. Nee. Das eine müsste doch fertig sein. Es wird doch hoffentlich hier kein. Hier, ne? Das sieht nach Essen aus. Haben wir das jetzt im Inventar? Sieht's jemand? Oh Mann, ich sehe es nicht. Ach, ich habe jetzt was hingehängt, ne? Ich habe was hingehängt. Hier. Wir gucken mal, ob das jetzt fertig ist. Dried Fleisch. Eat. Yo, Baby! Jetzt brauchen wir nur noch Wasser und dann können wir los. Jetzt habe ich unseren Trockenständer angebumst. Wegen dem blöden Stück Reh. Wo ist denn jetzt das Reparierding? Wie kommst du überhaupt hier rein? Hier ist so alles dicht.
Ja, mit Rehhaut kann man sich auch was bauen. Das mit dem Wasserbeutel hat ja nicht geklappt. Da muss ich nochmal nachlesen, wie viel ich da brauche. Den lassen wir hier liegen. Den lassen wir hier liegen. Aber wir können das Fleisch noch hinhängen. Also bei der nächsten Folge werde ich dann halt auch, wir werden uns dann ein kleines Ding bauen müssen, denke ich. So, jetzt passt da noch was hin, ja. Ich denke mal, das passt. Jetzt brauchen wir nur noch was zum Trinken. Das wird jetzt eng. Wir holen uns bei unseren Freunden hinten am Tümpel Wasser. Und dann müssen wir hier zurück, davor, und dann laufen wir einfach die Küste entlang. Aber oberhalb. Kann ich eigentlich schon mal anzünden? Oh, jetzt ist das auch wieder... Jo, klar, ne? Ist klar. Ja, was ich sagen wollte, wir bleiben dann natürlich, muss ein bisschen leiser machen. Ich habe natürlich die Kopfhörer auf bei Ausflügen, damit ich auch wirklich höre. Ich werde auch jetzt, Moment, die Musik wieder ausmachen. Bei solchen Reisen weiß man es ja dann doch nicht, wann die kommen. Da will ich es dann auch genau hören und ihr bestimmt auch. So, alles klar. Ja, mit dem Crafting und Bauen. Dann machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich vermute, wir übernachten hinten. Und dementsprechend bauen wir natürlich dann erst beim nächsten Mal weiter. Ich muss aber, allerdings kann ich die Folge nicht durchlaufen lassen. Also wenn ich hinten einen Cut mache, muss ich ausloggen. Ich kriege das zeitlich nicht hin, aber aufs Wochenende versuche ich mal so 2-3 Folgen am Stück aufzunehmen, dass ich auch mal die... dass mir den, wie war das? Der Wald kann sich dann entfalten oder sowas, ne? Jetzt werden wir natürlich hier gucken, dass wir ein bisschen Gas geben. Ich verstecke mich jetzt mal noch nicht. Sind wahrscheinlich eh unterwegs. So wie wir halt auch. Ja, jetzt sind wir bei 6 Minuten. Mal gucken, wie weit wir mit 20 Minuten kommen. Dann verlassen wir auf jeden Fall mal unser Umfeld hier. Und vor der Folge, vor der 2-3-fach-Aufnahme, werde ich auf jeden Fall noch Spikes bauen hinten. Falls da ein bisschen mehr Action reinkommt. So, jetzt wird es Zeit, dass er trinkt. Wie war denn das wieder? Wie ich das immer wüsste. Ne, so war es nicht. Drink, nee. Equippen. Und abstellen. So. Genau, den nehmen wir ja mit. Das heißt, wir können auch unterwegs Wasser abkochen. Da ist ja noch ein Tümpel in der Nähe gewesen. Zur Not, ich habe die Karte hier. Ja. Ich blick's nicht mal auf der Originalkarte, wo ich es abgemalt habe. So, wie sieht's aus hier? Wir hätten gerne einen Schluck feuerheißes Wasser. Ich dachte ja, wir können sie in die Schildkröte reinschütten. Jetzt. Da macht er keinen Lärm, ne? Dass er einen heißen Topf im Gepäck hat jetzt. So, wir gehen einfach los, würde ich sagen. Ich gucke auch mal ins Crafting-Buch demnächst. Ich weiß gar nicht, warum ich das nie aufmache. So, aber wir rennen jetzt nicht, beziehungsweise ab da hinten dann nicht. Sonst ist er immer gleich am Arsch. Ein Riegel haben wir noch dabei, so viel ich weiß. Und 2 Schnaps. Ah, guck mal, hier geht's schon los. Das ist... Ist das cool oder ist das cool? 5 Schildkröten werden sich jetzt füllen. Sind die noch hier? Guck mal, die kann ich doch jetzt hier direkt tot machen, oder? Nee, das ist ja blöd. Da kommt der dritte da oben. Das ist ja blöd jetzt. Nee, das kann ich nicht. Es wären jetzt zwar billige Knochen, aber die können sich ja nicht wehren, wenn die da am Stein rumkrebsen. Eduard rennt und Jürgen holt auf. Jürgen liegt vorne. Jürgen. Wir lassen die mal. Die kommen uns schon nicht in die... Oh. Damn. Wie ich es doch geahnt habe, kommen... Komm her. Dein Kumpel auch noch. Hier, zack. Mit dem Schwert fühle ich mich super.
geklappt. Oh, welch Adrenalinkick. Oh, Scheiße. Da ist irgendwo eine Sirene im Wald gewesen gerade. Holst du jetzt deine Kumpels? Es regnet. Es regnet. Ich muss leiser machen. Es regnet. Habe ich jetzt alle Knochen? Mal gucken, ob man... Ja, regne weiter. Regne bitte weiter. Das sind andere wie die, wo wir das letzte Mal hatten, oder? Oder? Die letzten waren doch ein bisschen breiter. Haben die die jetzt verändert? Kann man schon was einsammeln? Wieso hört sich das an, als ob ich einen Stock in der Hand hätte? Warte, können wir ja mitnehmen. Ja, was ist? Komm her, komm her. Komm her, du. Die werden sich doch so böse rächen, oder? Brookie? Brookie. Da ist vorbei mit der Gemütlichkeit. Ich kann nicht mehr Arme aufnehmen, oder was? Dann lasse ich die jetzt mal hier so liegen. Wir gehen weiter, wir haben ein Ziel. Da habe ich nur zwei Füße eingesammelt. Egal. Wir wissen ja, wo die wohnen, wenn wir Nachschub brauchen. Guck mal hier, was ist denn heute los? Die kennen wir, die... Alter, ist das Schwert so stark, oder was? Zähne, Zähne. Wieso sind da jetzt so viele unterwegs? Jetzt will ich einmal weg. Jetzt will ich einmal weg mit euch. Noch mehr? Ich wünsche mir meine Baufolgen zurück, in denen ich vor mich hin dattel. Kommen wir da überhaupt lang? Hier ist die kleine Insel, die ich auf der Karte eingezeichnet habe. Die Knochenrüstung scheint gut zu sein, oder? Lass mal kurz gucken, kann ich da was nachlegen? Ich weiß immer noch nicht, ob es einen Effekt hat. Keine Ahnung, Medizin haben wir auch nicht wirklich dabei, wenn was passiert. Du bist deine Schönheit, ja, du bist deine Schönheit, Nameless. Damals im Büro waren die alle begeistert von dir, bis du deine Frau kennengelernt hast. Und auf einmal veränderte sich die Welt. Ey. Das sieht schon wieder so aus, als ob es dann nachher hier... Da hinten ist noch eine Insel. Ich glaube, hier unten sind wir sicherer, oder? Es sei denn, ich stürze da ins Wasser, dann müssen wir schwimmen. Nee, hier kommen wir nicht lang. Oh Mann. Wir werden wahrscheinlich sogar auf dem halben Weg zur Yacht eine kleine Pause machen heute. Ihr habt gesehen, ich habe auch den Killzähler ausgebaut. Ich fand den noch schlimmer wie die Musik. Ja. Die Atmosphäre ist so ja tatsächlich besser. Energie geht langsam runter. Ja, wir werden halt jetzt mal gucken. Ich habe jetzt noch nicht mal geschaut, ob man das Trockenfleisch eventuell mitnehmen kann, ne? Viel wichtiger finde ich auch, dass wir einen Bärenbeutel haben. Ich schmeiß. Jetzt haben wir drei Stück von den Wegholzen. Einer ist weggerannt. Das geht nie gut aus. Nie. Die werden wahrscheinlich alles zusammenreißen, was uns da unten gehört. Und wenn wir zurückkommen, haben wir kein Zuhause mehr. Und warum? Weil ich ein Heftle mehr suchen wollte für die Nacht bei der Yacht. Die Einsamkeit drückt langsam durch. Ich sammle schon mal Sticks ein. Wir werden mit Sicherheit einen kleinen Unterschlupf bauen müssen und ein Feuerle. Hab ich schon wieder was gehört? Jetzt weiß ich nicht, war das eine Patrouille? Waren das die, wo gerade auf dem Heimweg waren? So, ab jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Kann auch sein, ich laufe an der Yacht vorbei. Wir haben ja keine Karte.
Ja, hier vermutlich. Das sind die kleinen Inseln, die hatte ich bei mir gar nicht draufgezeichnet. Ja, das muss ja so, eine Bucht muss ja so reingehen. Das kriegen wir dann normalerweise ja mit, wenn wir da sind. Wenn die Energie bei der Hälfte ist, gucken wir mal, ob wir irgendwas gefressen bringen. Was ist denn das hier? Was war denn das? Hat er sich jetzt getarnt irgendwie? Ich sollte öfters ins Inventar gucken. Ich blick. Ach, wir haben da jetzt auch ein paar Hände mit. Den Bogen haben wir. Und ich schätze dann hier mit diesem Alkohol können wir dann die Pfeile. Sollen wir das mal probieren? Pass mal auf. Wenn ich die Pfeile. Nee. Da fehlt Damage Arrows. Das blutzt. Ich müsste mir das mal wirklich in aller Ruhe angucken. Ich rüste das Schwert aus, mit dem fühle ich mich gerade recht sicher, habe ich gemerkt. Die sind ja schon schneller wie mit der Axt, wisst ihr noch am Anfang? Bis da mal einer gefallen ist. So. Haben wir wenigstens mal ein Thumbnail, das nicht so langweilig ist. Beim letzten habe ich den Topf genommen. Ja, das ist für mich ist das ja was ganz anderes, ne? Der Topf ist ja für mich eine Challenge. So, Leute, jetzt pass mal auf. Vielleicht kann ich mir hier schon ein Feuer bauen, da essen wir nämlich gleich mal was. Oder? Nee, ist jetzt noch zu früh. Ist noch zu früh. Wir essen später. Ein bisschen Energie hat er ja noch. Jetzt crouche ich hier mal. Zur Sicherheit. Wir haben ja bestimmt nicht alle getötet. Jetzt habe ich schon 10 Stück von denen ins Jenseits befördert hier, ne? Und die Frau habe ich das Gefühl gehabt, die wollte gar nichts. Klar, die hat Zahnweh gehabt, die hat ja ruckzuck einen Zahn verloren. So, hier? Hier ist doch noch nicht die Yacht, oder? Ah, da ist wieder ein Dorf. Wenn es leer ist, gucken wir gleich nach einem Seil. Das mal vielleicht, und vielleicht finden wir da Wasser. Das wäre super. So 4, 5 Sojadosen. Sojadosen. Sodadosen. Ich sag Cola. Deswegen sage ich Cola. Ist einfacher. So, ja, so 3, 4 Cola würde mir das Sicherheitsbedürfnis schon geben. Steine. Was ist denn da hinten? Seht ihr ganz hinten auf dieser kleinen Insel? Sind wir vielleicht schon da? Hat die Karte ganz vergessen. Gucke ich auch noch auf die Karte drauf, als ob die uns was sagen könnte. So, jetzt schauen wir mal. Ha, jetzt habe ich so ein Feeling mit dem Schwert. Da würde ich mir fast so einen Taschenlampentyp mal zutrauen. Da ist ein Seil drin. Das hole ich mir. Hier, ne? Das habe ich vorhin schon gesehen. Er wird immer schmutziger. Das ist Tarnung, gell? Hoffentlich infiziert er sich nicht mit irgendwas. Ah, jetzt sind wir ja... John Rambo ist ja... John Rambo und schon ist das Gesicht wieder weg. Wo bist du? Da hinten hüpft's. Ja, komm her. Oh, ich hab kein Schwert. Scheiße. Ich hab Schwert nicht ausgerüstet gehabt. So, jetzt machen wir aber hier auch nicht lang rum. Ich hole mir das Seil. Und, aber nach Wasser hätte ich noch gucken wollen. Das war bestimmt den hier Verstoßener. Guck mal, wie außerhalb der hier wohnt. Mittagessen. Okay. Kein... Die haben nicht mehr, brauchen Koffer. Wir müssten mal Koffer wieder finden. Und jetzt muss ich mich vor allem demnächst mal waschen. Hier mit unserem... Oh. Ja gut, scheiß drauf. Was ist? Da ist nicht so einer. Oh. Unsere Energie ist weg.
einer jammert noch. Das sind doch andere, oder Leute? Kann ich die Taschenlampe nehmen? Hat er die... Wo ist die Taschenlampe, Mann? Oh, echt. Verdammter Scheißdreck. Wir kriegen Hunger. Club collected? Club ist die Eintrittskarte zu denen hier im Club. So. Man muss Spuren beseitigen, habe ich gelernt. Fragt euch nicht wo. Ich will halt nicht selber runterfliegen. Wieso fliegt er da nicht runter jetzt? Die Italiener von der Mafia, also nicht die Italiener grundsätzlich. Jo, guck mal, der wäre normal unten. Im richtigen Leben wäre er unten. Was war man jetzt? Wir müssen essen. Duschen? Duschen. Ja, das sind voll viele unterwegs hier. Ich gehe nicht mehr weg. Da brauche ich doch nicht eine Stunde am Stück spielen. Das reicht mir so schon, Leute. Okay, jetzt wäre es dann Zeit für Waschen. Sticks, Hammer, Steine haben wir genug. Ja, die Energie sollte man schon auffüllen. Hier unten, da ist auf jeden Fall mal was Ähnliches wie ein Boot. Aber das ist nicht die Yacht. Wenn das die Yacht ist, lache ich das Spiel aus. Das ist ja nur ein Schinack. So. Bin mal gespannt, ob nicht gleich nochmal welche kommen. Weil irgendwann sind wir am Ende. Vielleicht gibt es Schildkröten. Dann ist man eine Schildkröte. Das ist nicht die Yacht. Ich hätte die Karte besser zeichnen sollen. So, ich hoffe, dass wir hier runterkommen, ohne dass wir sterben. Schön gesprungen, Nameless. Bin stolz auf dich. Tja, da haben wir unser Thumbnail. Ne, ich nehme eins mit dem Zombie. Wenn schon eine Zombie-Folge ist, das machen wir uns erstmal sauber. Dann ist aber die Tarnung wieder abgewaschen, ne? Da sind Fische drin. Da sind doch Fische drin. Geht es nur, wenn man die großen sieht, die bunten. Jetzt wird's Nacht, ne? Da habe ich jetzt gar nicht mitgedacht. Ich hält. Guck mal hier. Noch ein Seil. Sehr schön. Ja, ein Unterschlupf bauen ist jetzt blöd. Ich habe ja kein Holz. Und jetzt bin ich auch noch hier unten. Da komme ich der Lebtag nicht mehr hoch, oder? Ich probiere es natürlich. Aber ist gut, die Folge geht bald zu Ende. Dann werde ich halt hier im Dunkeln abspeichern. Ja, das schaffen wir, guck mal. Morgen früh wird er allerdings... Ja, das können wir doch hinhauen. Lass uns mal ganz kurz gucken, dass wir so ein kleines Lager setzen. Ach, einfach hier hin. Ist jetzt egal, Nameless. Bau dir dein Anfängerlager, du kennst das noch. Hier, so... Da reicht es natürlich fürs Lagerfeuer jetzt nicht mehr. Ich hätte vorne schlafen sollen, da wo wir die letzten weggemacht haben. Jetzt geht's los, er hat Hunger. Das wird halt böse.
Er kann bald nicht mehr. Wenn sie jetzt kommen, haben sie uns, ne? Komm, gib alles, Mann. Die letzte Energiereserve ist ein Riegel, Alter. Das ist ja unheimlich, wie langsam du bist. Was ist los, Mann? Ja, super. War da nicht noch einer? Hm. Für ein Lagerfeuer reicht's nie, oder? Dann wär's wenigstens ein bisschen heller. Probieren's. Wir probieren's. Wir haben keine andere Chance, als es zu probieren. Wegen einem Stick. Wegen einem Stick. Muss ich jetzt da hoch ins Dunkel? Ich sehe echt gar nichts. Da steht ein Reh. Jetzt rennt's weg. Wer wäre ich aber auch weggerannt? Wow. Zu viel Action für einen alten Mann. Okay, Feuer haben wir schon mal. Wir brauchen noch einen Baum. Ich würde sagen, wäre das Folgenende. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht, dass wir noch schlafen können. Ausgerechnet den Dicken. Gib alles, Mann. Ich sehe halt überhaupt nichts, wenn die jetzt hinter mir stehen. Matsch. Kannst du wegpacken. Das auch. Oh, nicht springen, Alter. Übertreib's mal nicht mit deinem Glück. Stick mitnehmen. Finde ich nie im Leben. Guck dir das an. Mit dem Stock. Mit dem Stein. Der Kneilefalz. Tja, müssen wir noch einen Baum fällen. Ich sehe ja, da ist er. Gott. Nee, das war er nicht. Doch, haben wir zwei? Ich sehe es nicht. Ich sehe nichts. So. Alles klar, Leute. Ich lege mich ab. Wir sehen uns dann hier an dieser Stelle morgen. Montag, ne? Kommt eine Folge. Und dann schauen wir mal, dass wir Essen und Trinken besorgen. Und dann gehen wir weiter Richtung Yacht. Bis morgen.